Naja, nee, wir wollten aufhören, nur wollte speichern und dann ist es abgestürzt. Aber gut, es hat scheinbar direkt nach dem Kampf gespeichert. So, hier links Long war Rest Area. ja Long Rest Area, genau. Ach stimmt, hier war ja auch, da müsst ihr mal Da waren die die Typen. Notiz I guess einsteigen, we genau. found our men. What an awful day. Ich find's das lustig, dass wir bei den Löchern, die hier unten runtergehen, da unten siehst du einfach die nächsten Ebenen. Haben wir schon. Das haben wir auch schon. Das haben wir noch nicht. Longrest? Was? Bevor du den Longrest startest? Das Crafting muss neu Warte, hab angerührt ich werden. dich. Ah, nee, du. Mit Ich dem bin erst Longrest. danach fertig. Mit dem Longrest war es erst fertig. Und ich kann Ah, das jetzt denn. bewegt er sich wieder. Ich kann das denn gleich Schnee geben. Ja, Wenn er das. das will, kann er mal gucken, ob das gut ist. Alter, es kotzt mich so an. Sonst behalte ich das Ding, bis ich mal leveln kann und gucken kann, Ich ob guck's mir ich. mal an. Bin so traurig. Ich dachte, ich kann endlich mal eine neue Rüstung haben, aber nein. Zauber vorbereiten? Nee, eigentlich musste ich nichts. Eigentlich habe ich alles. Ich hoch. So, dann, wo ist die Rüstung? Da reiche ich rüber. So, und jetzt wollte ich den Hammer bauen. Der sturmbändige Kriegshammer. 1W8 plus 2 und dann vielseitig plus irgendwas Schaden. Sexy. Sieht aus wie ein Baum. Oh, jetzt kann er auch Schulterstücke rauchen. Oh, ich hätte so gerne die Rüstung getragen, war eine neue Rüstung. Scheißegal, wie die aussieht. Aber die sieht echt cool aus irgendwie. Den kannst du jetzt irgendwo im Gebüsch verstecken, der fällt da nicht auf. Der wird Ja, nicht gesehen. dann willkommen im Team, Herr Erzdruide. Ja. Wollte gerade sagen, wie gesagt, das Ding mit den Schulterstücken, ne? Ich Oh, hab's ja schon speichern hier. gelernt. Mich irgendwie wie so ein Restrotoide gerade. So, gucken wir mal, wo wir weiter lang gehen. Rechts oder? Also vom Eingang her gehen wir weiter Jetzt geradeaus, hier oder? rüber. Hier links Hier, geht's es noch gibt weiter. gegenüber gibt's auch noch was. Weshalb? Man hätte ja jetzt erstmal die Seiten vorausgesetzt, das ist so aufgebaut. Warte mal, kann man doch mit der Kamera Ja, abfahren. aber rein. Alter Schwede, wenn du auf die Map gehst und mit der Kamera nach rechts da fährst. Alter. Okay, die Map ist riesig. Oh no. Okay, dann fuck, machen wir erstmal da weiter. Da unten ist ein Buch und da unten ist eine Kiste. Ja. Können wir zurückgehen? Da oben ist was Rotes. Da war noch Loot. Zurück hier. Im Moment, wo sind wir jetzt? Ach lol, wir sind jetzt eine Ebene weiter unten, oder was? Ja, wir haben die Ebene gewechselt. Können wir vielleicht erstmal eine Ebene fertig machen? War nicht mit Absicht, ich habe nicht gedacht, dass es uns portet. Ich auch nicht. Na komm, ich gehe mal zur Tür. Jetzt mal nochmal Okay, eine dann gehen hoch. wir wieder zurück. Ja, darum geht's doch. Eine Ebene nach der anderen. Vor allem ist es ohne Ladescreen, das hat mich erst recht verwirrt. Hier unten ist eine Kiste, ich weiß nicht, ob die abgeschlossen ist, kannst du. Ich hab nochmal Schriftrolle des Kältekegels hier. Nee. Nur interessant. Na, immer noch zu? Du hast doch. Achso, lol. Magnificent Gloves, Ich nehme ein sie mal. Primed Longbow und Warte mal. Dings. Achso, hab ich schon Ja. rausgenommen. Gib mir mal die Handschuhe. Da sind sie. Handschuhe des Geschossfangs. Ach so. Die kennen wir ja schon. Geht's da drüben noch weiter? Nee. Okay, dann ist nur rechts vom Eingangsbereich noch was. Also da. Noch ein Buch oder sowas. Ein Bücherregal und eine Rune. Nee, Moment. Bin doch da ist das Long Rest Area. Hier hinten geht's aber auch irgendwie eine.
Tür hoch oder war die Tür hierhin? Ich bin verwirrt. Die Tür ist hierhin. Auf jeden Fall haben wir hier einen Punkt. Ja. Hm. Wo müssen wir noch dasselbe finden? Okay. Hey, das bleibt sogar. Cool. Und wenn wir jetzt durch die Tür gehen, was passiert dann? Warte auf mich. Ah. Egal, wie genau, vielleicht. So, ja, jetzt sind wir da oben. Hä? Welchen Sinn hat diese Tür? Vielleicht müssen wir vielleicht in das andere Areal. Ja, aber wir sind hier reingeportet worden. Wir kommen ja aus dem Areal gerade nicht raus. Aber sicher, warte mal. Wo ist denn die Eingangstür nochmal? Da. Gehen wir zur Eingangstür. Mal gucken, ob wir die benutzen können. Schön, dass du noch nie darüber hast. Ja, ganz da hinten ist nämlich. Ah ja. Oh. Ja, und dann jetzt in dem anderen das Gelbe holen wahrscheinlich. Ah ja, doch, das ergibt Sinn. Wollen wir mal kurz raus. Oh, Kampf. Ja. Ja, moin. Hallo. Haben wir denn Ritter. Klettritter und Klettscharfschützen. Mit ihren nekrotischen Pfeilen. Die nekrotischen Pfeile. Oh. Oh Mann. Kommt denn auf mich? Neko, Pfeile. Neko. Warte mal, ich geh mal ran. Ja. Machen wir den Weg da dicht. Ja, ich marschiere da mal hin. Ich komme nicht ran, also werde ich genau mit der Armbrust erstmal drauf schießen. Oh. Guten Tag. Noch ein. Oh cool, Heimlichkeitsprüfung erwischt. Sehr schön. Müsst du jetzt nochmal machen, oder? Eigentlich müsste ich 3 haben, ja. Nee, doch nicht. Und raus. Ja. So, dann stellen wir uns mal hier hin. Gut machen. Gute Frage. Sehr gut, ist der Magier schon mal weg. Hey, das ist gleich das Gelbe. Das ist noch einer. Oh ja, und das ist das Gelbe. Oh nee! That looks unpleasant. Das ist ganz schön unfair. Aber Hermann hilft mir gleich. Oder auch nicht. Hey, das ist ein großer Beutel. Arcana Evo Malmi. Nice. Und damit ist er tot, weil ich ihn von der Plattform gekickt habe. Leute. Bitte, you're welcome. You're welcome. Da wollte ich, ich wollte gerade schon sagen, wäre das jetzt lustig, wenn du noch zurückstoßen könntest. Ja, das habe ich auf dem Unholy, also auf meinem Eldritch Blast habe ich es drauf. Das war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, oh, warte mal, wenn ich mich da hinstelle, das könnte klappen. So, okay. Dann gehe ich in Deckung, damit ich nicht wieder aufs Gesicht krieg und ihr dürft. Hermann, ja genau. Gut, der kann ja eh wieder überall hinspringen. Ja, aber ich habe nicht dieses Movement. Kannst links den Scharfschützen rausnehmen. Jo. Och, schade.
Notiz an mich, in Zukunft keine Charaktere ohne Darkvision mehr nehmen. Ja, so ein bisschen, also als Magier ist es okay. Warte mal, I switch to Smurt. Aber ja, als alles andere ist irgendwie ein bisschen doof. Ich finde, in dem Spiel gibt es auch sehr wenig Gegenstände, die leuchten. Bis auf die Tür hinter uns. Die leuchtet, als ob da keine Textur dran wäre. Mm. Ah, aua, aha. Okay. Gut, das war meine Hand. Was machen wir? Da kommst du auf. Mäßige Schäden. Ah, warum denn? Lass doch mich aus dem Spiel! Nö. Mama tot da, der hat nur noch 9 Leben. Keine Sicht? Weg. Okay, hast du jetzt wieder Schluck auf? Arcana, Ivo, Malmi. Ah, es sind nur Pfeile und Wurf. Pfeile drin. Sad. Wow. Oh. Ich habe ein Langschwert plus 2 und Coltani-Kettenpanzer. Ich glaube, den hatten wir schon mal. Ecke auf 16, kein Geschicklichkeitsbonus und so weiter und so fort. Warte mal, ich guck gerade. Langschwert plus 2 kannst du am besten Cookie geben. Ja, wollte ich mich auch gucken. Ich hätte einen plus 1, so. Ja, ich gebe ihr das mal. Warte, ich tausche gerade. Ah, Langschwert plus 2. Ja. Perfekt. Jo, können weiter. Ja, Moment, ich komm. Ja, musst du ja nicht, wir werden ja eh rausgeportet. Ah! Mein Miner geht. Den Weg zum Zieler? Du sollst die Tür auch von unserer Seite aufmachen. Mein Charakter wollte die immer von der anderen Seite öffnen. Da ist noch ein Buch rechts. Der Book. In Leder gebundenes Buch. Warte mal. Untersuchen. Scheiße! Hä? Oh, ich das dachte. Das war so ein Skillbuch. Ja. Ja. Cool. Jetzt müssen wir neu laden. Hab ich nicht gelesen. Ich dachte, das wäre ein Buch. Ich weiß nicht mehr, was es bringt. Charisma plus 2. Oh. Das wäre doch, glaube ich, was für Schnee gewesen, oder? Guck mal, wann der letzte Safe ist. Ich glaube, das wäre. Oder? Bin ich falsch? Schnee levelt doch auf Charisma. Ja. Red of Charisma. Man könnte die vielleicht auch mal farblich abheben. Also so, wenn man sie lootet schon. Oder man schreibt Fertigkeitsbuch davor. Ja, nee, dann wäre es jetzt zu einfach. Mal gucken, wann der letzte Safe hier war. Wahrscheinlich nach dem Kampf. Ja. Ja, Gott, dann schnell mal hier looten und das Schwert muss ich nur identifizieren. Dann kann ich das Cookie wieder geben. Wenn es wieder drin ist. Bisher hat sich der Loot nicht geändert, wenn wir so schnell geladen haben. Danach, die andere Rüstung nehme ich aber nicht mit. Ja, da ist es. Weil die... Ja, geh halt mehrmals auf. Top, top. Oh cool, wir haben Glück, ist wirklich noch genau vor dem Abschnitt. Nee, ja, ja, ne? Doch, ist genau davor. Wir müssen nur jetzt nochmal durch die Tür durch. Ich gebe dir jetzt das Schwert noch. Ja, stimmt, das musst du mir jetzt auch nochmal geben. Zack.
War noch zu weit weg, jetzt hast du's. Merci. Pack mal gerade um, okay, passt. So, machen wir mal die Tür auf. Da kannst du dir dann das gleich schnappen. Identifizier das Buch. Brauchst du, glaube ich, nicht. Ich glaube, du kannst es einfach nehmen. Ne, für mich ist es in Leder gebundenes Buch. Okay, dann gib mal kurz her, dann schiebe ich dir das gleich wieder rüber. Da. Ja. Jetzt kannst du. Dann gibt's jetzt halt eben die 24 Stunden Rast. Nochmal! Dann brauchen wir noch ein Stärkebuch für Kampfsau und ein Konbuch für Keks. Mhm. Ja, sehr gut. Oh yes, I really like that. Yes. Gut, dann können wir hier durchgehen. Mal gucken, wo es hinführt. Mhm. Oh, wieder in den Dschungel? Ja, wir sind jetzt quasi wieder außen raus. Wir sind raus aus dem Gebiet. Oh ja, stimmt. Die Türen sind putt. Kann jetzt ich mit denen interagieren? Wir kommen nicht mehr rein. Dieser Ort scheint für immer verschlossen sein. Verschlossen zu sein. Ja, gut, wir haben ja alles geplündert, was wir hatten. So, was haben wir noch an Quests dann jetzt offen? Haben wir seltsamer Ort gemacht. Gibt's auch die Reichtümer, Rebellion. Ja, wir wollten ja, glaube ich, das mit den Dingsbums, mit den Riesen. Die grausame Wahrheit, ja. Das was ja, wo stimmt. Wir auf dem Weg hin waren. Gesagt haben, da können wir das auch noch mitnehmen. Da hinten irgendwo, ja, die geheime Einrichtung. Das sieht aus wie ein Bunker. Ja. Maya-Bunker. Antiker Bunkertempel. Ey, das sieht aus wie der komische Komplex in Far Cry 3, wo man die Tattoos immer bekommt. Auf einmal werden wir angegriffen von Vars. Der war schon ein cooler Bösewicht. Ja. Oh. Parkway konnte schon immer gut Bösewichte inszenieren. Ja, weiß ich nicht. Die neuen fand ich alle so ein bisschen. Was kommt jetzt? Eine Kammer. Das sieht aus wie Magier da. Mhm. Ich bin im Pazifik gelandet. Das sieht irgendwie aus wie ein Gefängnis. Japanischer Bunker irgendwo auf Iwo Jima. Aber warte mal, ich mach mal auch lieber den Stealth-Modus rein. Ach, Geld. All diese Wachen, die werden kaum erfreut sein, uns zu sehen. Na, das stimmt wohl. Ja, Feuerball. Did I hear Fireball? Ja, okay, ich komme mal rüber zu euch. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Also, wir können gerne rüber zu dir kommen. Ist das wieder so eine Riesenkarte? Warum ich hier im Sumpf? Hier vorne wäre ein Haupttor. Ja. Einfach so dreist wie es geht zur Vordertür rein. Guten Tag.
Wir sind da mal da. Mir ist halt egal, bisher haben wir noch alles umgebracht. Nein, was wollen Sie tun? Versuchen, Hermann Galwanger zu stoppen? Oh, ich sehe Soldaten des Supremats. Müssten wir da erkunden, weil mein Charakter kann da nicht rüberspringen. Gut, die wollen wir eh umbringen. Ich würde mir noch gerne eigentlich den anderen Weg angucken. So ein bisschen vorteilhaft an die Situation rangehen könnte man trotzdem. Die kommen gerade zu euch, da kommt so eine Patrouille aus 2 Mann. Innerhalb der Mauern. Ja, das ist echt der Haupteingang. Ja gut, aber hier ist sonst nix. Wahrscheinlich hinten links irgendwie die Stealth-Möglichkeit geben. Dann gehen wir mal links rum. Ich glaube, ich werde entdeckt. Doch nicht. Aber hier sind auch Wachen. Hat den Flammenpfeil über die drüber geschossen. Ich glaube, ich wäre entdeckt, während der Fireballs durch den ganzen Hof schießt. Das ist super. Das sind nur Flammenpfeile. Die sind ja nicht so groß. Die kann man ja nicht sehen. Die sind ja klein. Ah ja, ja. Stimmt. Da hinten steht auch ein Soldat. Das. Ja, weiß ich nicht. Also entweder man geht hier rum oder wir gehen durch den Haupteingang. Hey, wir machen es so schön. Wir nehmen den Stealth-Gang, aber gehen nicht Stealth. Ach lol, man hätte hier scheinbar, wenn man nicht böse ist mit dem Supremat, hätte ja, man hier noch mit den Leuten quatschen können. Ja, aber da wir die eh hassen und die umbringen wollen. Und die warte, steht da noch ein Arkanist von denen? Ah ja. Als der Arkanist, weil er Arkan ist? Weiß ich nicht, er kann auch Bekan essen. Erkan. So, hier kann man Stefan? Ja. Wo ist denn die jetzt? Kann die mal kommen und hier vorbeigehen? Hier kann man doch rüberklettern, oder? Asiatisch. Ja, los, unsere Nahkämpfer. Ja, die bleiben aber hier. Ihr seid die Erkunder. Kannst du auch mal da hinten noch Urlaub? Ich weiß nicht, wo die Wache gerade hin ist. Auch nicht. Da ist sie hin. Da ist sie hin. Da. Hallo. Oh no. Wie viele? Warum rennst du einfach an die ran? Das ist aber auch nur die ein. Ne, 2 Bogenschütze noch irgendwo. Warte mal, ich geh mal auf Sprint. Der Arkanist oben zählt noch nicht zum Kampf. Bei mir habe ich gerade ewig im Kampf. Hinten Soldat und die Bogenschütze. Ne, wir haben bis jetzt nur die 2 außerhalb. Okay, ich glaube, ich bin out of sync. Warum? Ich habe die ganze Zeit einen Kampf beginnt und bei mir passiert nichts mehr. Okay, ich kann. Kann ich nochmal mit der Armbrust? Doch, kann ich drauf haben? Ne. Okay. Bei mir passiert gar nichts hier. Im Kampf beginnt es wenigstens mal weggegangen, aber passiert tut trotzdem noch nichts. Ja, dann. Safe ist. Perfekt. Okay. 2. Kampf den Abend, let's go, out of sync. You have been kicked from the game. Uff. Okay, then we start the game new. Apropos Kick. Hast du Deadman schon den Discord-Bot schreiben lassen, der Leute bei Schreibung von Arma falsch automatisch kickt? Nee, leider nicht. Wollte das noch machen. Kann ich ihn noch fragen. Das ist eine sehr gute Idee. Das automatisch kickt. Aber das muss auch stacken. Also wenn dann jemand das 2-mal gemacht hat, dann ist halt nicht mehr nur eine Minute. Dann sind es 5 Minuten, bei 3-mal dann 10 und irgendwann bist du dann so bei 4 Tagen oder so. Uff. Kommt ihr wieder rein? Ja. Moment. Spiel beitreten. Then, please, ready up and go. Yes, I will do. I will do. Push.
So, bis wohin bin ich denn? So, Kampf. Bei mir spielt Kampf so gerade. Ja. Ja. Bonjour. Halten Sie mal. Hm. 15 AC. Ja, gut. Ja, okay, so kann man auch Probleme schnell lösen. I need a solution for my problem. Here you have fireball. Followball. Followball, follow the fireball. So, geht ein Nahkampf. Ja, moin. Erstmal hinter Kampfsau verstecken. Das ist super. Ja, komm, hau da einen Bolzen rein, ey. Ja, I do. Ja, du sollst da drauf schießen, genau. Exactly that. Ja. Wo ich ihn angepiekst habe, hat er mich entdeckt. Genau. Hat nicht so funktioniert. Wie, du heilst dich, Bitch. Knocken. So. So geht das nämlich. You know that. Dead. Ein Scroll of Sleep? Was? Hat in dein Auge geschrien? Hä? Hat gerade in der Burg jemand Auge geschrien. Ich hab nichts gehört. Zwei Bogenschützen. Bogus Schützus. Yes. Da ist ein Baum umgefallen, komisch. Und noch ein Rekrut. Bin noch in Deckung? Ja, Line of Sight ist nicht, oder wie? Drei Stück haben wir, zwei Bogenschützen und den Rekrut. Der eine Bogenschütze muss erstmal irgendwie wieder hochklettern. Gut, der Rekrut ist halt ebenso. Ich hätte fast gesagt, Kampfsau macht ihn schon One-Hit. Ja, ja, ich dachte auch kurz, dass er jetzt umgefallen ist schon. Yes, jetzt ist dead. Nicht ganz ein One-Hit-Wonder, aber nah dran. I'm standing here, menacingly. Aber ist klar, wir töten eh alle, ne? Ja. Ist sowieso. Es wird keiner übrig bleiben, der von unseren Taten berichten kann. Zug beenden. Hallo Spiel. Ja, ja. Denk mal dran, dass wir Cookie mal auch eine Armbrust plus 1 besorgen oder bauen. Would be nice, yes.
Einfach nur, um den magischen Schaden zu haben. Mhm. Was nehmen wir denn für ihn? Maugrim und seine 20.000 Flüche? Obwohl, das ist eigentlich eher Schnee. Ja, mittlerweile habe ich sehr viele Zauber. Hm? Maugrim ist der Jack in the Box. Ja, und ich bin alles. Eben eher der so quasi till tomorrow. Na komm, wir nehmen mal einen Lobob-Zauber. Natürlich. Ja. Aufgedeckt. Wieso den Dude oben drauf? Also ehrlich, ich würde auch den Mage vorher fokussen. Machen wir ja auch oft genug. Und wieder runter. Schade, dass er nicht in den Abgrund gestürzt ist. Oh mein Gott, nice. Was denn? Yes! Na, ich mache jetzt grundsätzlich einen Schaden. Das klingt halt eben wenig, aber ich mache safe einen Schaden mehr mit dem schaurigen Strahl, also mit Eldritch Blast, weil jetzt mein Charisma-Bonus die ganze Zeit als Extra-Schaden auf Eldritch Blast gerechnet worden. Und da der jetzt von 5 auf 6 gegangen ist, nice! I like that! Du Bogenschütze des Supremats, komm doch wieder hoch. Damit ich dich besser treffen kann. Nee, damit er wieder Fallschaden kriegt, wenn er runter ist. Ey, er ist gerade liegend, also. Ja, ich glaube, er hat auch gar keinen Fallschaden. Nee, er hat keinen Fallschaden doch, bekommen. Hat er nicht? Mhm. You should have fled. It's dead. I'm sorry, guys. Sorry. Kannst ja einen Zauber vorbereiten, wenn er wieder hochklettert. Oder du schießt ihm was durch die Gitter steht. Arcana, evil. Oder er macht halt einfach das. Oder so. Hallo? Ja? Ah, er steht sehr langsam wieder auf. Oh. Na gut, jetzt greift er bei dem dich an und klettert nicht mehr hoch. Da habe ich nicht daran gedacht, bin ich ehrlich. Ah, er hat sich aber so hingestellt, wenn er jetzt ein Stück nach rechts geht, müsst ihr ihn auch reinkriegen. Reicht das für ihn, in die Spike Trap hinten zu kicken? Na, glaube ich nicht. Ah, nee, nee. Du killst ihn einfach. First comes death. Everything else later. You know, only in death that he ends. Okay, wir können aber auch die Wand noch weiter gehen und gucken, ob wir noch mehr Soldaten zum Umbringen haben. Oder wir gehen die innen weiter. Hier ist auf jeden Fall ein Hintereingang. Ja, auf Altbrück, Zugbrücke. Warte mal, jetzt frage ich mich gerade. Nee. Aber wir können von hier von innen rein. Dann können wir mal gucken, ob hier noch irgendwas liegt, aber hier liegt nichts. Dann können wir die Zugbrücke runter machen. Ja, wir müssen eh innen rein. Ich kann den hier aufs Dach steigen. Ja, komm, sorry, ich mach die Zugbrücke runter. Ich hab eine Kiste gesehen. Ist jetzt gelootet. Jetzt, ich will aber mitten in den Außenbereich, weil da sind nämlich auf jeden Fall noch Typen, die wir grillen können. Also, weiter nach links. Oh, die Schrift kommt.
Die werde ich mal benutzen. Die hält von Schleichen auch nichts mehr. Also hier oben sind irgendwelche Blumentöpfe. Okay. Mit denen man interagieren kann. Ich glaube, da kannst du reinklettern. Oh ja, ja, ist eine Leiter drin. Ich glaube, das können wir auch nachher nehmen. Ob hier oben noch jemand ist? Links ist ein Soldat, Soldat, Soldat. Einfach vom Dach aus alle erschießen. Hier ist noch ein Eingang. Ah, hier oben ist noch ein Arkanist. Ah, ja, stimmt. Der Arkan ist, du könntest dich hier oben platzieren, den runterbumsen. Yes. Ich... Er bewegt sich. Okay. Schade. Ich würde mich gerne versuchen, mich an ihn anzuschleichen und ihn zu meucheln. Ah, und da ist und der ein Petrianer. Petrianer. Was war mein Gott, Petrianer, was ist das denn? Gott, ist der gerade rübergesprungen, hat sein Ding gefailt. Ja, hat er. Schade, ich hätte ihn gerne geschubst, getreten, sonst was. Wenn ich mehrere in Feuerballreichweite bekomme, darf ich angreifen? Warte mal, komme ich denn da jetzt am besten am nächsten dran? Weil ich muss ja in den Nahkampf. Die kommen auf jeden Fall hoch. Da, oh, das wäre interessant. Da, wo Kampfsaus steht, kommt auf jeden Fall jemand hoch. Ne, kommt ja keine. Also ich bin auf jeden Fall in Reichweite, dass ich an den rankomme, denke ich. Weil du bist gesagt, da, ne? Die zwei am Balkon. Ich würde halt gerne dem Pretorianer eine reinboxen. Ich möchte nämlich nicht herausfordern, dass ich da jetzt runterklettern und versuche, ihm unter euch Streitkolben in den Arsch zu schieben. Ja, definitiv. Ja, dann mach das doch. Dann kümmere ich mich hier rechts um den Arkanister irgendwie. Also ich soll runterklettern? Der Arkanist kommt jetzt wieder zu uns. Ja, ich habe gerade keine guten Züge. Fuck, dann... Ich muss hier weg. Ja! Da steht der Arkanist, geil, dass ich ihn kicken kann. Leute, er ist kampfunfähig. Ja, ja, das war jetzt so der Halsabschneider Gollum, ne? Ja, na, Kampfsau war das Problem. Kampfsau ist einfach runtergeklettert. Da stand einer unten an der Treppe. Ach so, ich dachte, Leiter. Das war ich jetzt. Nee. Ich hab gedacht, ich hab falsch geklickt. Ja, Kampfsau steht doch gut. Wie? Ja. Kampfsau steht doch gut. Die ganzen Soldaten kommen doch jetzt eh zu ihm dann. Ja, das ja, aber... Ne? Aber mal, wir machen es mal so. Wir nehmen mal ihm. Kann ich auf ihn zaubern? Nee, nicht tanzende Lichter. Wir haben Tag. Den Arkanist versuche ich runterzukicken. Oh, warte. Jetzt werde ich 100 pro gesehen? Nee, okay. Ich finde das super, wie der da Licht mit seinem Stern. Noch gut sein, dass der stirbt, weil das eigentlich ein Non-Movable-Bereich ist. Natürlich ultra praktisch. Ja, warte mal, dann nehme ich ihm erstmal ein bisschen von seinem Movement. Ah, fuck! Dann krittest du noch damit. Nice. Ja, so kann man es auch machen. Da drüben ist der Prätorianer. Mal dahin. Sieht immer noch Sterne. Ja, der hat richtig Spaß gehabt, dass er genau in dem Moment darüber springt und sich denkt, ich küsse mal den Boden. Ich mach den Papst. Der hopst natürlich jetzt hier rüber. Der Prätorianer wird wahrscheinlich dann auch hopsen. Ja, die kriegen gleich von mir einen Feuerball. So, Frage, soll ich mit dem Arkanisten oder soll ich runter zu Kampfsau? Der Arkanist, den lässt du mir. Okay, dann geh ich oder können. Du gehst hier rüber und fängst den Soldaten und den Prätorianer ja. ab. Ja, ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ja, einfach oben bleiben. Gesundheit. Danke.
Ja, der war doch niesen, oder nicht? Ja, ja. Ich war, dachte nur, er hört gar nicht mehr auf. Ja, die Dame hat halt was in die Nase bekommen, zu viel Koks gezogen. Ja, greif an. Niesen. Kannst du ja angreifen. Ich komme aber nicht dran, weil der Stein im Weg ist. Ah. Ansonsten müsste ich sprinten. Ja, keine Ahnung. Sonst, oder schieß auf welche unten sonst. Ja, oder, ja, genau. Also die zwei kriege ich vorbereiten. Ja, den, aber... Den Onkel vorbereiten. Oder den Dings kann ich. Ja, aber den kannst du ja lieber zweimal angreifen, als nur einmal vorbereiten. Ja gut, so kriegst du halt eben aufs Maul, ne? Ne, die kommen ja nicht so, so schnell hier ran. Ich bin ja vorher noch dran. Die haben eine Action Search. Wir kommen mit dir dran. Aber ja, wir werden. Lass uns überraschen. Nächsten ein bisschen. Okay, Pocky. So. Ja, wobei ich glaube, der landet aber auf dem normalen Boden. Nope. Ne, landet er eben nicht. Wo hast du den jetzt reingelegt? Einmal die Kante runter. Ja, wie steht now? Hast du gut gemacht. Dezent die Kante runtergeschubst. Prätorianer, ein Elitesoldat, der Renetes als persönliche Leibwache dient. Mal gucken, was der drauf hat. Ja, bin ich auch mal gespannt. Ah, er geht aber lieber zu Kampfsau. So. Ja. Arcana, Evo, Malvin. Jetzt wäre so ein Zwirbelangriff sehr cool. Did you hear about cleave damage? Another miss? Okay, die haben mal mindestens 18 AC. Das ist ziemlich viel. Komm mal, komm so, du ziehst die irgendwie magisch an. Ja. Ich stehe zwischen ihnen und der Leiter, die euch. Die den zu euch führt. Sprachzentrum, Gehirn angeschlagen. Shutdown. Nach deiner Erfahrung heute im Hörsaal nicht unbedingt überraschend. Ich komm mal neben dich, Maukra. Ja, hau den mal. Ja, das war der Plan. Hallo. Gehst du darüber? Nicht vergessen, auf Schwert zu wechseln. Ja, ja, das auf jeden Fall. Aber ein Klick nach dem anderen. Bend the knee or perish. Ja, ich hau da mal drauf. Und nochmal. Oh. Fix hat fertig. Ne. Den macht man nicht. You dare to oppose me, mortal? How dare you? So kann er erstmal was runterwerfen. Ein Bleistift an Spitze. Kannst dir einen auf Gorilla machen und mit Stein werfen. Oder runterjumpen und RKO out of nowhere. Das wäre auch lustig. Das wäre etwas, das ich jetzt im Tabletop gemacht hätte. Mhm. Ich möchte runterspringen. Ellbogen zuerst. Du möchtest was? Hast mich schon verstanden. Roll, I guess? Ja. Ich habe damals in einem Arena-Fight meinen Begleiter Wiesel auf einen Gegner geworfen.
Das war sehr interessant bei einer unserer letzten Stories. Ich habe einen Minotaur und Paladin gespielt. Unser erster wirklicher Encounter war so in die Richtung, ja, so eine Piratengang will jemanden, mit dem wir gerade kennengelernt haben, das Leder. Die stellen sich so an der Treppe auf und wir versuchen irgendwie zu bluffen, ja, die Person kennen wir nicht, die ist auch nicht hier. Wir merken aber schnell, das klappt irgendwie nicht. Und Panik, nächste Lösung. Ich möchte den Piraten-Captain packen und die Treppe runter tackeln. Das war auch ein sehr witziger Fight. Ja, so war das immer lustig. How about no? Ich bin, was zwischen ihnen und der Leiter steht. Ja, das ist okay. You can take it. Ja, ich benutze die Mattel Eich. Nehmen wir das und gucken mal, ob der was kann. Pretorianer. Ja. Nee. Deshalb gebe ich dir Ghoul und sobald ihr fertig seid und der noch lebt, kann er ja runterhopsen. Ja. Erstmal versucht mich der Soldat des Diplomats zu hauen. Ach, Gott, sechs Stich, so. Ja, 6 Stich, das ist gut. Action Search. Der Ghoul haut auch mal zurück. Sehr schön. So, du bist dran. Yes, I know. I will do. Ach, den brauche ich wahrscheinlich nicht. Yes, it's dead. Pretorianer und ich. Ich gehe mal vorne in den Abfang. Kann ich nämlich schon mal draufhauen. Den nehme ich vielleicht mal den. Ja, der hat genug Leben. Er hat die meisten HP. Also einmal ein Zweier. Ja, das war's dann für mich, aber schon mal ein bisschen kaputt gemacht. Oh, aua. Gekrittet. Habt ihr langsam alle eure Action-Search aufgebraucht? Ja, müssten bald alle durch sein, wa? Möchte auch nochmal. Brauche mehr Angriffe pro Runde. Ich langweile mich, ich möchte das Leute verhauen. Eine wieder tot. Eine wieder runtergefallen. Ich meine, ich finde das praktisch, das ist ein Zauber, der im Moment maximal. Was hat der? Der hat einen W8 plus 6. Das heißt maximal. Nick. 14 Damage machen kann. Und er killt halt eben, wenn ich so irgendwo hinpush, wo es halt eben nichts zum Stehen gibt. Hm. Bin ich ein fairer Tausch. Ma, was macht der denn da? Na, Action Search und Bandus. Die Eldritch Evocation sind halt der Grund, warum Eldritch Blast einer der besten Zauber im Spiel ist. Oh, wie oft denn noch? Ja, kletter wieder hoch. Aber stell dich bitte wieder da auf die andere Position auch. Nein, eins links, eins links. Kannst du dich nicht hier oben hin positionieren und sich schräg runterhauen? Das werde ich auch gleich machen. Nämlich tatsächlich eine sehr gute Idee. Dann pushe ich die nämlich einfach diagonal da weg. Goodbye. Have time flying and dying. Mondstein, Fliege und Sieg. Jetzt gibt's endlich mal ein Environment, das es nutzt, dass man es nutzen kann. Ja. Was, Sailor Moon, nee, kann oder? Ich nicht, scheiße. Ja. Na gut, dann ballern wir ihm mal einfach
das ins Gesicht. Moment, das weiß ich. Mal gucken, wofür der Ghoul sich gleich entscheidet. Einfach runter, setzt Schlitzer ein. Ist sehr gut möglich. Ja. Soll ich eigentlich für Zusatzerfahrungen am Ende die Kontrolle fallen lassen, damit er uns auch anhält? Ja, nee, du hast schon zweimal. So, jetzt bist du. And she's gone. To the Shadow Realm with you. Was war das jetzt? Vier Leute? Das war jetzt der Dritte. Ah, Dritte, alles klar. Hatte das Elemente fliegen. Elementare. Oh nein. Elementare sind... Ich hole nie wieder den Effekt aus, dass die Leute gepusht werden. Ich bin bei der nächsten Runde als Dings mit den Elementaren auch vorsichtiger. Als Hexenmeister. Try to finish the bitch. Ja, das kriegst du aber hin. Oh, ah, finally. Hab ich sonst noch irgendwas in Reichweite? Kannst runterspringen. Kannst da runterspringen, dann kannst du mit der Armbrust auf ihn ballern. Ja, aber auch nur ein Schuss. Ja, genau. Aber immerhin, besser wie nix. You'll surely prevail.